Willkommen zurück zu The Legend of Zelda, A Link Between Worlds. So, hier an die Kiste kommen wir leider noch nicht. Deswegen gehen wir jetzt erstmal nach hier oben. So. Jetzt haben wir auch die Viecher mal endlich gesehen. So. Und hier können wir vom Sand runter. So. Okay. Da oben sehen wir schon was. Also ich sehe da schon was, zumindest. Ich habe noch keinen Schlüssel. Aber ich kann jetzt hier rüber. Und kann mir die Kiste da holen. Kannst du mal wieder weggehen, danke. Da ist ein Monsterschweif drin. So. Wow, genau in dem Moment, ne? Genau in dem Moment. So, was haben wir hier? Den Kompass. Nice, endlich. Endlich den Kompass. So. Und dann lassen wir den Sand mal da reinfließen. Das ist das, was ich gemeint hatte. Ich glaube, wir haben nach diesem Dungeon tatsächlich genügend, wir haben nach diesem Dungeon tatsächlich genügend, ach so, ja, genau, an die Kiste kommen wir ja noch nicht. Genügend Geld, um uns den, Eisstab zu kaufen. So, jetzt können wir hier hoch. Holen uns das Rubinchen und gehen hier rein. So, und hier waren wir ja schon mal. Jetzt können wir hier auch mal Sand reinlaufen lassen. Was ich echt gut finde, liebe Freunde. So. Dann kann ich hier rüber. Und kann den Knopf drücken. Sehr schön. Und jetzt, ups, nein, hier, können wir jetzt rüber. Nice! Jetzt haben wir den Titanhandschuh. Oh, Gott sei Dank. Das wichtigste Item in diesem Spiel. Gefühlt. Gefühlt das wichtigste Item in diesem Spiel. So. Hier haben wir noch keinen Sand drin, leider. Oh, ich muss hier runter, leider. Okay. Und hier lang. Nee, muss ich nicht. Ich muss hier rüber. Au. Das war gemein. So, und jetzt, da ich die Titanhandschuhe habe, kann ich diese Steine hier hochheben. Ja, yeah, da ist ein Schlüssel drin, ne? Ja. Endlich den Titanhandschuh, Leute. Das wichtigste Item in diesem Spiel und wir holen es uns erst so spät. Das ist schon ein bisschen traurig, ne? So. Oh, drei Herzen. Jetzt kommen wir hier raus. Auf der linken Seite. Und hier gucken wir uns natürlich auch erstmal um. Nicht, dass wir hier noch irgendwas übersehen. Ah, guck mal da oben. Ach, natürlich, ja, weil wir da dann in die Schattenwelt müssen. Genau, ja, ja. Logisch. Logisch. So, und jetzt sind wir im Hauptwüstentempel. Wir können das Ganze so machen. Und einmal immer außen rumlaufen. Na, bis alle Platten weg sind. Ich glaube, wir brauchen den Sand da sowieso. Ne? Komm schon. Sehr schön. Zack. Einmal dich töten. Und einmal dich töten.
jetzt können wir zum Eingang zurück. Was ich natürlich nicht möchte. So. Gehen wir erstmal links lang. Ich weiß nicht, links ist irgendwie so... Au. Ach, komm schon. Was bricht denn? Ach, come on. Okay. Holen uns die Kiste hier erstmal raus. Und dürfen den ganzen Weg nochmal laufen. Ein Huni. 1600 brauchen wir, glaube ich. Aber noch was. So. Die sind über mir, ne? Ja. Passiert mir also nichts. Sehr schön. Und nochmal rüber. Au. Ich renne einfach durch. Ich habe aber gar keinen Schlüssel. Deswegen müssen wir hier hin. So. Du kannst mich mal. Dann haben wir noch einen Huni. Und da unten haben wir noch eine Kiste. Da kommen wir aber nur von oben ran. Und hier wären wir auf die andere Seite. Ja, das wäre wahrscheinlich auch die bessere Wahl gewesen tatsächlich. Das wäre wahrscheinlich tatsächlich die bessere Wahl gewesen. So. Okay. Gehen wir mal nach da. Da haben wir den Masterschlüssel. So. Auf nach oben. Können wir hier rüber. Dann können wir... Brauchen wir den? Oder steht er einfach nur im Weg? Ups. Ja, ich glaube, wir haben ein Problem. Aber keins, das wir nicht lösen können. Keins, das wir nicht lösen können. So. Okay. Natürlich. Natürlich. Natürlich, Leute, natürlich. So. Ach so, ja, jetzt habe ich es kapiert. Ja, natürlich, ja. Ich habe es kapiert. Oh nein, oh, scheiße, okay. Nein. Ich komme da noch gar nicht rein. Ich komme da noch gar nicht rein. Ich komme noch nicht mal so rein. Das geht nicht. Ich will mir jetzt erstmal noch die zweite Kiste hier hoch... Geht auch nicht. So. Ich hab jetzt einen Schlüssel. So. Zack, komm hoch. Geh weg. Dann lass mal den... Sand wieder runter. Gehen wir nach da oben. Und dann können wir nach hier oben. So. Na also. Hier hinten dürften wir eine kleine Kiste haben.
Sehr schön. Noch ein Huni. Ach Leute, ich mag dieses Prinzip hier tatsächlich. Von diesem Dungeon. Komm mal raus da. Ich mag dieses Prinzip von diesem Dungeon wirklich sehr. So. Ich muss mal raus da. Bitte jetzt nicht mehr so viel Schaden fressen. So. Hier müssen wir jetzt erstmal sprengen. Na? Okay. So. Okay. Klang. Jetzt habe ich es auch kapiert. Jetzt habe ich es auch kapiert. So, und von hier aus gehen wir jetzt einmal hier rüber. Oder auch nicht. So, oder auch nicht, Leute. Weil die Kiste hier einfach unten drunter ist. Sehr schön. 100 Rubies. So. Und jetzt haben wir hier Sand drin. Der uns so ein bisschen den Tag versüßt. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das da machen. Und ich muss auf Toilette, Leute. Da haben wir den Master Key. Ja, geil. So. Dann mal auf nach links. Ja. Du kannst mich mal. Weil du kannst gar nichts. Wir haben einen normalen Schlüssel und wir haben den Master Key. Okay. Okay. Jetzt nochmal hier überlegen. Es ist nicht so. Ah, genau. Relativ easy sogar. Das Rätsel. Relativ easy sogar das Rätsel. Jetzt geht hier unten erstmal die Tür auf. Und da will ich auch durch. Oh, Miniboss. Ja. Minibosse? Fragezeichen. So. Nice. Das war's. Dann haben wir die letzte Kiste. Erstmal. Was haben wir hier? Ah, hier oben haben wir auch noch Kisten. Okay. Da ist wahrscheinlich ein Schlüssel wieder drin, ne? Ja. Werden wir in diesem Part nicht mehr ganz schaffen, leider, diesen Dungeon. Was eigentlich cool gewesen wäre, aber muss ja auch nicht sein, ne? So. Zack. Das Rätsel mag ich, immer noch. Und da muss man erstmal drauf kommen. So, hier haben wir eine Tür. Mit einer Kiste mit einem Huni. So, die Tür. Die sieht man halt auch echt nur, wenn du so ein bisschen auf die Karte guckst. Die Tür siehst du halt wirklich erst, wenn du so ein bisschen auf die Karte guckst. So. Hier können wir noch nicht durch und da oben ist der Bossraum. Beziehungsweise, ist es ein Bossraum? Ist die Frage, ne? Lass erstmal hier reingehen. Den Mumie hier töten. So. Dann können wir hier hoch. So. Holen uns den Schlüssel.
Können dadurch jetzt hier rein? Oder auch nicht? Warte. Hier unten können wir jetzt rein. Genau. Hier unten. So. Okay. Was haben wir denn hier hinten? Gut, da hinten haben wir erstmal ganz viel Kohle. So. Scheiße. Okay. Und hoch mit dir, Bombe. Und hoch mit dir, Bombe. So. Und hoch mit dir, Bombe. So, jetzt will ich erstmal da springen. Ob ich hier durch will. Sehr nice. Nein! Lass mich da hoch! Danke. Ich mag diese Mechaniken. Also... Hier ist ja sonst nichts, ne? Hier ist ja sonst nichts. Dann können wir hier raus. Wir können hier an dem Hebel ziehen. So. Jetzt ist hier alles voller Sand. Alles voller Sand. Okay. Und das war's mit diesem Dungeon. Erstmal. Muss man sagen. Das war's mit diesem Dungeon erstmal, muss man sagen. Ach so, ah. Okay. Verstanden. Denn jetzt sind wir erstmal hier oben und springen mal aus Versehen runter. Nee, weil jetzt geht's in die Schattenwelt, weil das Einzige, was in der Schattenwelt ist, ist tatsächlich der Endboss, Leute. Wir schaffen es in diesem Part noch. Krass. Wir schaffen es in diesem Part noch, krass. Okay. Gehen wir mal hier rüber. Boah, fies. Und ich bin froh, dass wir schon das etwas stärkere Schwert haben. Oh, und Leute, wir können uns im nächsten Part quasi schon die nächste Stufe vom Schwert holen. Oh, jetzt rastet sie komplett aus. Okay. Jetzt rastet sie komplett aus. Nein! Und wieder hier rüber. Oh, ist nicht schlimm, wenn wir einmal runterfallen, weil die Blume ist gleich... Oh. Die ist definitiv gleich down. Da ist sie. Nice, Leute. Da haben wir es doch noch geschafft in zwei Parts. Gut, im letzten Part haben wir ja mehr oder weniger vorbereitet. Jetzt haben wir es geschafft. Und jetzt können wir tatsächlich richtig gezielt auf Mai Mai Suche gehen. Da kommt der gute Sand. Und ah, Irene! Irene, meine kleine Angetraute. Ich liebe sie. Es ist Irene. Endlich haben wir Irene. Und als nächstes gehen wir nämlich in ein wunderschönes Dungeon rein. Immer noch nicht zum Todesberg hoch, Leute. Den will ich mir für den Schluss aufheben. Will ich an der Stelle einfach mal kurz behaupten. Yo. Ah, Link, der Wahrsager hatte also recht. Du hast mir Glück gebracht. Ha, du hast dir ja mächtig Zeit gelassen. Was soll denn das, mich so ewig warten zu lassen? Na gut, dieses Mal verzeih ich dir, ausnahmsweise. Viel wichtiger ist, dass du unbedingt auch die anderen Waisen retten musst. Jetzt steh da nicht so herum. Schnell, hilf den anderen, aber pass auf dich auf. Ja, zwei Waisen fehlen noch. Das heißt für uns zwei Dungeons. Und da drüben haben wir Oren.
Ich sorge mich um meine Untertanen in der Höhle der Zoras, ob sie wohl ohne mich zurechtkommen. Ach, bestimmt. Wir können ja mal nachgucken gehen später. Leute, ich habe hier Chips. Und jetzt müsst ihr mir zuhören. Wie ich euch einen vorkaue. Gemein, ne? So. Aber bevor wir den Part beenden, würde ich erstmal hier rüber. Und das letzte Mai-Mai holen. Ja, das letzte Mai-Mai. Und zwar hier drunter. Nein. Hier drunter. Ja, das letzte Mai-Mai. In dieser Gegend zumindest. Ich glaube, in der Lichtwelt war auch noch eins. Das müsste dann auch quasi das letzte hier sein. Ich guck gleich. Ist auch wieder im unteren, ne? So. Ein verirrtes Mai-Mai. Wir gucken mal. Ja, wir haben hier alle. Den Kakariko haben wir tatsächlich auch alle. Wir können jetzt aber tatsächlich wirklich... Ich lass mal die Mai-Mai-Karte an. Ah, wir können jetzt hier rein. Wir können ja jetzt hier rein. Ah, das ist auch wieder... Ja, oh. Nee, auf das Rätsel habe ich keine Lust. Das war beschissen. Sich die ganze Zeit irgendwo hin und her ziehen. Finde ich jetzt nicht so geil. Mal die Mai-Mai-Karte wieder auf, dass ich weiß, wie lange wir noch hier in dieser Gegend sind. Au. Gemein. So. Hier nicht. Hier oben irgendwo? Nein. Ich höre es auch nicht, ne? Wir haben auch noch keine goldene Sumse gefangen, ne? Werden wir auch nicht. Wir werden uns eine kaufen. Wo ist das Mai-Mai? Hier. Auch nicht? Wo ist das letzte Mai-Mai in dieser Gegend? Da oben ist noch eine Kiste. Moment mal. Moment mal. Wie kommen wir... Moment. Das will ich jetzt noch machen, Leute. Das will ich jetzt noch eben fix machen. Das will ich jetzt noch eben fix machen. Ja, es ist jetzt schon ein bisschen drüber, der Part, aber hey. So, dann gehen wir hier runter. Da rein. So. Dann müssen wir hier ein Mai-Mai drunter. So, damit fehlen hier in dieser Gegend auch nur noch zwei. Und jetzt müssen wir uns beeilen. Wow. Okay. Ein Huni. Jetzt würde ich gerne nochmal auffüllen. Aber wo ist denn hier das letzte Mai-Mai? Ich habe null Ahnung, ne? Ja, hier schon mal nicht mehr. Keine Ahnung, wo das sein soll. Da oben vielleicht irgendwo? Das könnte möglich sein. Schauen wir doch mal. Au, 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 au. Piss dich. So. Aber hier können wir ja auch nichts machen. Hier können wir ja nicht weiter.
Ist ja auch egal, Leute. An der Stelle würde ich dann gerne Part beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei The Legend of Zelda Link Between Worlds. Bis dahin, haut rein. Ciao.